Ja, mein Name ist schon genannt worden. Ich heiße Herbert Ebert. Ich weiß jetzt, wie sich Nina wunderlich gefühlt hat vor 5 Jahren mit der Aufregung, wenn das erste Mal vor Ihnen steht, vor euch steht. Ich habe jetzt auch nicht vor, meine Bewerbung noch mal vorzulesen. Das habt ihr sicherlich alle getan. Zu Hause oder hier an Bord. Vielmehr möchte ich die Gelegenheit nutzen, Danke zu sagen, danke für die Möglichkeit, dass ich überhaupt hier stehen kann, dass ich die Chance habe, auf diese offene Liste zu kommen, aber auch danke, dass Sie ja offen sind für neue Gesichter, neue Ideen. Ja, neue Gesichter, jetzt weiß ich selbst, so neu ist mein Gesicht jetzt auch nicht. Ich bin 52 Jahre alt, habe eine Familie, bin verheiratet. Ich habe 2 Kinder, das eine kommt in die Pubertät, das andere ist jetzt gerade zu Hause. Ich habe natürlich mit meiner Familie auch Gespräche geführt, weil ich ahne, was auf mich zukommt, die Stunden und Tage, die ich in der Fraktion oder im Stadtrat verbringen werde und dort um Zeit und Verständnis gegeben habe. Die habe ich dann letztendlich auch bekommen, deshalb meine Familie steht hinter mir, deshalb stehe ich heute vor Ihnen. Aber nicht nur das, im Gegenteil, einmal, ich sage jetzt nicht, wer das aus der Familie sagte, ich kann das machen, dann nerve ich hier nicht. Und das ist es. Ich bitte Sie deshalb, eines Ihrer Kreuze hinter meinen Namen zu machen, zu setzen, damit ich im Stadtrat und in Fraktion bodenständig sein kann. Vielen Dank. Das Nachfragen oder Fürreden?